heute möchte ich noch einmal versuchen, ein bisschen zu erläutern, weil ich gerade dabei war, einen Film hochzuladen, der lautet als Genocide und gefährliche offene Drogen und Adleralarm. Und da habe ich mir gedacht, jetzt habe ich gerade ein bisschen durchstudiert vom Vatikan eine Schrift, die ich jetzt einmal kürzlich gestern vorgetragen habe. Zufällig Hebrew, also die Hebräer, die israelitische Schrift, irgendwo im Neuen Testament wieder aufkommen, the Son superior to angels, dass der Gottessohn höher ist, sozusagen noch, also der Oberbefehlshaber der Herrscharen im Himmel, verstehst? Hier ist die Kirche. Die Kirche ist natürlich einerseits ein architektonisches, kunstvolles Bauwerk, andererseits sind die Menschen gemeint, verstehst? Die Geschöpfe. Also überhaupt die Geschöpfe, nicht? Nicht nur zum Beispiel die Menschen, sondern überhaupt die Geschöpfe und auch die Pflanzen und die ganze Substanz des Weltall und alles. Und da habe ich mir so gedacht, wenn ich das so lese, The Radiance of God's Glory, dann denke ich mir, wenn ich meine Filme wieder manchmal ein bisschen traurig gestalte, ja, was ist Halluzination und was meinte damals dieser Herr Kreppelin, der die Ursache auch von Halluzinationen ein bisschen versuchte, in den Vordergrund zu stellen. Ja, das war oft so wie Erlkönig bei Goethe, die Wahnvorstellung oder diffus oder Fuß, verstehst du, das Auge, das ich gerade durchnehmen will, wie das manchmal auch leicht paranoid, verstehst, angehaucht sein kann. Denken wir an Literaturpreisträger wie Donna Leon, aber auch viele Fernsehserien im deutschsprachigen Bereich, die also irgendwie die Exekutive und die Kriminalbehörden ein bisschen witzig mit Coaching und so weiter, diese Symptomatik, die Ursachen, die Behandlungsmethodik und das alles dieser ein bisschen defekten Welt, paranoid, nekrophil, die Justage angesprochen haben, die wünschenswert wäre, also die soziale, die familiäre und die ganzen Bemühungen. Verstehst? Die niedergedrückte, introvertierte, sentimentale, obstinate, eifersüchtige, egoistische, unsoziale und bittere Welt in dieser Vorstellung ein bisschen zu verschönen. Mit Essen, mit Eis, mit Geisteskraft oder geistlich Fachkraft. Verstehst? Du musst da denken, da, wenn du schreibst, Today I have become your father, heute bin ich zu deinem Vater, zu deiner väterlichen Bezugsperson geworden, sagt die Majestät der Gottheit als väterliche Bezugsperson zur Sohnschaft, zu Gott, zum Signore, den er anvertraut, ein Universum zu machen mit allen Geschöpfen, seinem Sohn, Jesus Christus, mit den Erzengel Gabriel, Raphael und Michael. Und diese Großzügigkeit in der Hingabe, verstehst? Und dann sagt man, ja, wie wird das in Anspruch genommen? Mit ungestützten Zweifeln über Freunde oder Teilnehmer. Kann man darüber spotten oder soll man sich mitfreuen? Soll man sich als Freund, als Protagonistin, als Applausgeber zu diesen Teilnehmen? Oder soll man misstrauisch, mit unbegründetem Misstrauen, also plotten sozusagen. Nimmt man etwa Angriffe auf das Renommee, auf den Namen Gottes, missbraucht man ihn. Verstehst? Oder behält man das unbegründete Misstrauen betreffend eines anderen bei oder löst es auf? Oder liest negative Bedeutung in harmlosen Bemerkungen. Verstehst? Wie löst man zum Beispiel die Sprache auf des Gegenübers oder seine Gesichtszüge? Ist man da widerstrebig oder hat man Vertrauen und Zuversicht?
dass man mutig und offen ist, den Informationen gegenüber und sachlich, aber auch gemütbetont, positiv, das verwendet, anstatt es durch den Dreck zu ziehen. Verstehst du? Und wir haben da verschiedene Möglichkeiten, wenn wir sagen, Son, he says your throne, oh Gott. Da ist die Thronübergabe, verstehst? Und das erinnert irgendwie dann an viele auch, die darüber spotten, die sagen, persecutory, also diese überwiegendste Angst, dass sich der andere dann vom Sessel deswegen heruntergestellt gehört, verstehst? Und dass er mit konkurrenzfähig wird. Oder dass er größenwahnsinnig wird, verstehst? Oder dass er zu einem zu sehr frommen, untertänigen Menschen wird, der sich zu sehr verneigt, verstehst? Das heißt, der glaubt, sei ein Kurier oder so etwas, verstehst? Dass er geschickt worden sei, eine Sendungsbereitschaft hätte, was aber die Majestät der Gottheit seinem Sohn gegeben hat oder ihrem Sohn gegeben hat, verstehst? Und nicht irgendeinem Menschen, der sich unterwürfig verhalten möchte, verstehst? Damit er gefährlicher Krankheit entgehen könnte, vielleicht vor Überangst, vor Angst oder so, verstehst? Weil dann neigt der ungebildete Schurke dazu, alle Mädchen zu missbrauchen und sagt, er sei Reformer oder Kurator, verstehst? Das wäre sehr gefährlich. Oder dass er sogar die ganze Sache ins Erotische allein übergibt, verstehst? Während eine kaiserliche oder königliche Thronnachfolge hat wenig mit alleiniger Erotik zu tun. Verstehst, wie die Domina Kyria strittigerweise, erotischerweise, sexistisch, die ganze Pornografie, die ganze, verstehst, Welt, wo man in diesem Hypochondrical System die Lächerlichkeit ein bisschen herausstellt im Dulden des anderen und in Verhöhnen, dass man sagt, es hat ein speiberiges Antlitz und alles für sich will. Verstehst? Und plötzlich, wenn viele Menschen so ticken, verstehst? Dann ist so ein Beobachter wie ein, wenn du mich vielleicht nennen wolltest, ein guter Seher, verstehst, der vom Auge viel versteht, vom Nervenkostüm, der Informatiker ist, aber auch gut, also sehr viel von Medizin und Psychiatrie und Psychologie weiß, verstehst, und von vielen Naturwissenschaften kommt, also übersekundig ist, dann denkst du, ich bin so etwas wie ein Bettelmönch, weil ich im Kloster aufgewachsen bin oder so gezeigt, gelebt habe, weil ich mich viel mit solchen Dingen mein ganzes Leben geisteswissenschaftlich und weil ich so dünn bin und weil ich immer behaupte, ich esse nur zum Beispiel mit den Kätzchen manchmal so ein bisschen Fleisch und dann nur mal zwei Kartoffeln und ein Brot schwarz und das 30 Jahre. Und deshalb habe ich nur so 8 cm Bauchumfang. Schau, ich sag's dir mal. Ist wirklich wahr. 8 cm. Und ich habe schon wieder einen Killer abgenommen gehabt. Und seit gestern wieder 5 Decker zugenommen. Und ich brauche eigentlich nur mehr Küchenwaage, fast wie eine Katze, verstehst du, wie die Mehl, wenn man Kuchen packt. Die große Badewanne-Waage brauche ich nicht. Dann sagst du, ja, wenn ich so bescheiden lebe wie der Joe, dann ist der Joe vielleicht nicht so dumm. Er ist vielleicht im Gehirn nicht gescheit, verstehst? Aber tickt wahrscheinlich dann so ähnlich wie der heilige Aurelius oder der Franziskus, verstehst? Der lebt so wie ein Bettler, hat aber Liebe zu Geschöpfen. Er träumt von den Sturmfliegen und er spricht täglich mehrmals mit den Katzen und lädt sie ein zu der besten Speise. Dann muss der Joe so etwa wie ein Junge sein mit 12 Jahren. Dann sage ich, genau. Und er ist oft nicht der Dümmste, verstehst? Weil der dann nie etwas lesen braucht über Psychiatrie, sondern das ist direkt im Genom dann drinnen, verstehst? Und das ist der Vorzug. Und deshalb sollte man es nicht verspotten, wenn die Propheten damals auch so gelebt haben und gesagt haben, at sometimes, and every, verstehst, better and better,
we can. Und Barack Hussein Obama tut meistens so, verstehst? Das ist gut so. Ich glaube, das meinte einmal Wolfgang Schüssel, der Altbundeskanzler. Sehr sympathisch, gute Augen, guten Blick.